Ja, Leute, was geht? Denn es geht weiter hier mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Achso, ja, wir machen jetzt hier weiter, hier in der schönen Gruft. Ach ja. Fällt auch gerade ein, wo wir hier in der Gruft sind. Damals gab es halt auch ein geiles Schatzsucherspiel. Das ist weit vor Uncharted. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft ist auch geil. Das besitze ich sogar. Auf Steam, glaube ich. Ja, auf Steam. Das war gleich, wo ich gesehen habe, dass es rauskam. Ich mir gleich gekauft. Instant. Habe ich bis heute, glaube ich, noch nicht jetzt played, oder? Ne, habe ich noch nicht. Müssen wir auch mal machen. Das ist ein cooles Game. Damit habe ich nie wirklich durchgespielt. Denn da gibt es auch nur hier aus so eine Tauchpassage und die habe ich nie hinbekommen. Das wird ein richtiger Spaß dann bestimmt mit LP, aber irgendwann, wenn ich mal die. Wo geht's ja weiter? Nee, nee. Hä? Nee. Wo sind die denn hin? Irgendwann werden wir uns dann da auch mal ranwagen. Wo geht's jetzt weiter? Oben? Muss ich nach oben? Ich geh mal oben. Ah. Na bitte. Sag doch, dass sie nach oben gegangen sind. Das hab ich doch gerade gesehen. Vielleicht geht's hier hoch. Okay, wir suchen nach einem Rittergrab. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist der mit der anderen Hälfte des Amulets begraben. Sehr schön. Die Kreuzfahrerlilie. Ist der das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn. Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Was habe ich gesagt? Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da. Siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen. Herzlichen Dank. Gut gemacht. Naja, warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Okay. Nichts wie weg hier. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Stimmt. Ah, hier ist ein Luftzug. Hey, komm her. Das heißt es. Ja, ich fühle einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Sie gibt nach. Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los! Oh. Ja. Oh, vielen Dank, das nehme ich. Oh, der Arme. Boah. Nur noch ein bisschen Schutt drauf. Der Arme. Waffen runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch, Hunter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz
Langsam. Okay? Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskerl. Schießen Sie endlich. Mit Vergnügen. Lauft! Oh, das war gut geschauspielert. Ja, genau. Ja, das war geil. Oh Gott. Aber, Mensch, dafür kriegst du einen Oscar. Dafür kriegst du einen Theodor. So, tschüss. Schießen auf mich. Der Vertirbel angeschossen hat. Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, was? Geben Sie her. Leck mich. Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese miesen Schweine. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Ja, klar. Wirklich? Sie hatten Potenzial. Jetzt... Tja. Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten. Und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Nein! Beeilung! Los! Charlie! Mist! Nicht bewegen! Verdammt. Nicht bewegen! Oh Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Es ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate? Sieh mal. Oh, was zum Teufel! Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen. Hab ihn. Gebt uns Deckung. Okay. Los. Wie ist das möglich? Ich hab ihm doch seinen verschissenen Schlüssel. Ein Hinterhalt! Ah, wirklich? Oh. Nein, nur stecken bleiben. Lass oh uns Gott. Verschwinden. Ach. Ich wollte auch ein Kaffeekätzchen machen. Ah ja, wie er es überlebt. Wir hatten eine Schutzweste gehabt. Sie hat auch so eine, die im Anzug mit eingearbeitet ist. Schätze ich. Ich meine, die haben die Mittel. Ich meine, die haben verdammte Raketenwerfer. Was denkst du denn, dass sie solche Mittel nicht haben, Vater? Toll gemacht. Ja, wird überhaupt nicht verschwendet. Bin im D. Danke. Sehr nett von dir. Muss ich sagen, das ist Sympathie. Ja, ich nehme jetzt zwei Granaten in. Ja. Ich meine, was soll ich denn da machen? Ich kann ja nur verlieren. Also irgendwie. Lass uns hier verschwinden. Ich meine, zwei Granaten kannst du kaum zurückwerfen in der Zeit. Eine ja. Aber zwei. Jetzt geht doch! Warum? Ich drücke Kreis, um in Deckung zu gehen. Was machst du? Eine Rolle? Ach. Mensch, also ich hasse diese Doppelbelegung manchmal. Ja, ja, ich weiß. Naja, du wirst einmal auf ihn geschossen, Kumpel. Nicht durchlöchert. Also manchmal, wenn ich Kreis drücke, ist er tot, ja. So, jetzt möchte ich ganz hier in Deckung. Ja. Mach von übrigens auch mit Kreis.
Ja. Gut. Ich hab ihm doch. Nein, hast du. Nein, komplett leer. Du hast 20 Mal auf ihn geschossen, Alter. Du hast dann auf die anderen Jungs geballert. Jetzt hier. Für Sabal Sand ist sogar Teil. Ja, da kannst du überwachen, was er in Daten. Das interessiert mich nicht. Ah. Das ist ein Dreierschuss. Wieso habe ich denn keine Granate? Wieso habe ich denn keine Granate? Ja. Was soll ich denn dann machen? Ach wirklich? Jetzt habe ich eine Pistole, danke. Was soll ich denn da machen? Lass uns hier verschwinden. Will sie nicht bleiben. So. Danke. Ja, und aus dem Grunde finde ich Dreierschuss unfassbar scheiße. Weil Dreierschuss unfassbar doof ist, wenn du jetzt mal irgendwie auf jemanden stürmen willst, das geht nicht. Dann. Darum bin ich auch kein Dreier. Ich bin auch persönlich auch kein Dreier. Da ist ein Diamant. Wenn rennen. Ah, es geht nicht, oder? Nein, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Na, es geht nicht. Ich hab's verstanden. Ah, wie soll ich ihn dann besiegen, wenn. Ja, das weiß ich selber. Oh, was Neues. Ach. Wie sollen wir denn hier verschwinden, wenn da Gegner rauskommen? Oder wollen wir durchrennen? Also hier. Da würde ich hier gerne hin, weil es am besten ist. Lass uns hier verschwinden! Du weißt schon, dass da Gegner sind. Ich meine nur so, mach mal. So, Andy ist er weg. Oh, damit hat er nichts getan. Ja, komm. Oh, jetzt ist er eine scheiß Deckung. Ich hab keine AK, dann könnte ich ihn dermaßen. Komm, ja. Danke, komm. Wirf sie! Jetzt nehmen sie doch! Warum nimmst du die Granate denn nicht? Ich drück. Ja, toll, wenn er sie nicht nimmt. Die da doch genau neben mir. Ach, was soll. Also manchmal verstehe ich das Spiel einfach nicht. Warum kann man. Wieso kann man auch nicht eine normale Granaten-Wegwerf-Ding haben, wie es andere Spiele auch machen? Aber es wäre um einiges besser. Weil ich da war die daneben, ja, ich hab sie nicht. Ja, das meine ich. Toll. Soll ich irgendwie machen? Ja, jetzt schießt du mich wieder ab. Oh Gott, das ist scheiße. Ich verstehe es mit den Granaten manchmal echt nicht, weil. Es funktioniert zwar oft, aber nicht immer. Weil wenn sie neben mir ist und ich muss warten, bis sich der Kreis gefüllt hat, wer hat denn dieser niemand. Das ist auf eine Unlogik. So, ja, bitte, ich warte, bis der Kreis sich gefüllt hat. Würde ich auch machen. Würde auch, wenn mich jemand mit der Granate werfen würde, würde ich natürlich auch. Jetzt, warum geht's nicht? Warum konnte ich sie jetzt nicht nehmen? Die war doch direkt vor mir. Aber ich kann sie nicht nehmen. Nö, lassen wir es. Es ist einfach eine total idiotische Funktion, weil das ist ja das ist totale Unlogik. Also weiß ich nicht, ich finde es unlogisch. Weil wer kennt's nicht, ne? Also, wenn ich eine Granate für die Füße geworfen bekomme, würde ich auch auf den perfekten Moment warten. Würde sie nicht wegwerfen. Nein, ich bin einer, ich warte immer auf den perfekten Moment. Jetzt geh down. Hier frisst das. Boah, jetzt ist ja noch einer, ich hab noch eine Granate. Ach, das ist ja wieder ein Spielchen. Ich hol die mir jetzt. Die Granate, genau, die hol ich mir. Ach, deswegen geht's nicht.
Jetzt weiß ich, achso, man dann darf nur einmal drücken. Oh, ist das bescheuert. Du darfst nur ein einziges Mal drücken und wenn du dann den falsch drückst, dann kannst du ihn verwerfen. Was ist das? Achso. Na gut, das wusste ich nicht. Was ist denn das für eine Funktion? Okay, den muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich verstehe ja schon wieder irgendwie. Oh, ist das nicht in Ernst, oder ist das nicht in Ernst? Oh, ja. Verfallen. Soll ich... Oh mein Gott. Ganz ehrlich, scheiß auf die Funktion. Wir machen das nicht mehr. Dann machen wir es lieber wieder oldschool. Oder werden wir selten. Ich glaube, die Funktion bringt mich öfters um, als wenn ich das ohne... Oh, sind auch immer ein Syndrom. Als wenn ich das ohne diese Funktion mache, weil die ist voll komisch. Weiß nicht. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch. Warum machen sie denn... Das verstehe ich nicht. Warum, wenn sie schon eine Funktion anbieten, die habe ich ja gesagt, aber warum machen sie nicht eine normale? Was jedes andere Spiel nämlich auch hat, dieses Granate ist vor dir, vor deinen Füßen, du schmeißt sie weg. Und nicht irgendwie mit so einem Minispiel dazu. Das ist voll komisch. Ich weiß nicht, was irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Oder ist es aus Gears of War? Ich glaube, Gears of War auch sowas, ne? Kann es sein, dass es daraus ist? Dass man den perfekten Moment abpassen muss. Ja, auch bei Gears of War gibt es sowas. Da gibt es aber perfektes Nachladen. Da hast du nachher mehr Munition. Obwohl ich... das Nachladen, das gibt es dann halt auch. Oder dann hast du keine Munition, du falsch nachlädst. Obwohl das halt richtig ist. Zurück zur Brücke! Los! Naja, ich weiß nicht, wie lange muss. Okay, kommt schon, Jungs. Und das wird so... Sorry, Charlie. Vorsicht, da sind noch mehr. Ach, Mist. Da waren die Muni. Lauf zum Torhaus. Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, wenn wir das wirklich so machen. Dass wir die Funktion mehr oder weniger lassen. Jetzt darf ich werfen, oder wie? Jetzt geht es. Obwohl eigentlich ist es auch so, wenn wir lassen würden. Okay, dann muss ich das so machen. Ich glaube, sie wollen aber verhindern, dass sie taktisch, dass sie dieses dauerhaft wirft. Das ist irgendwie eine komische. Ja. Ich kenne es so nicht, deswegen habe ich auch eben damit, kam ich damit eben auch nicht klar, weil ich es so nicht kenne, dass man es so machen muss. Also wir haben viele Spiele gespielt, aber die Funktion habe ich, glaube ich, noch keinen. Ruhe. Jagt euch mal der Gegner in die Luft. Damit wird mir ein Riesen gefallen. Was ist, hä? Komm! Wir werden mit einem kleinen Kampf. So, weiter geht's. Wir müssen hier raus. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber... Mein Bein. Oh, Mist, verdammt. Oh, kann ich mal gegentreten?
Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Ja, ist aber sogar tatsächlich intelligent. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Los. Eins. Zwei. Zwei. Ja, ja. Hier hin. Okay, ja, ja. Ja. Okay, ich mach das. Kümmere dich um ihn. Oh, da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lass die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du schon einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Jemen. Arabische Halbinsel. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht, hm? Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also, was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich hab endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sally? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Aber sie hat recht.
Kapitel 10, historische Forschung. Aber da würde ich sagen, knüpfen wir beim nächsten Mal an, denn ich werde jetzt hier auch ein kleines Folgenpäuschen, also eine Season-Pause, ich werde ja aufhören zu spielen, weil es ein schöner Punkt ist, jetzt auch um auf zu einem Päuschen zu machen. Syrien, Frankreich haben wir jetzt ja durch, die beiden Sachen, und ja, dann gucken wir am nächsten Mal rein. Ja, also die Granatenfunktion, dann werde ich so oft auch verloren. Ich habe es nicht verstanden, jetzt verstehe ich es. Komische Granatenfunktion, ja. Ich bin immer so einer, der immer sich immer an eine Sache gewöhnt, und wenn die so ist, möchte ich das eigentlich auch immer, dass es so bleibt. Und wenn das neu ist, und dann bin ich total schrecklich. Weil ich mich immer an dieses Alte, ne, zurückerinnere. Wie jetzt, das in allen vielen Spielen. Das ist eigentlich in vielen Spielen einfach so, schmeiß die weg und dann ist gut. Und hier musst du halt auf diesen Cooldown warten. Deswegen, da haben wir verloren, weil ich es unlogisch fand, dass die Granate, die vor dir ist, du sie nicht wirfst. Aber dann ist es logisch, wenn man das so betrachtet. Warum auch immer das jetzt gut gemacht wurde, aber okay. Ich werde damit irgendwie klarkommen. Muss ich auch. Das komme ich nicht durch. Dann machen wir am nächsten Mal weiter. Und ja, morgen dann wieder für euch. Für mich in ein paar Tagen. Also ich. Ja, für euch kommt es ja täglich. Ich mache ja mal alle paar Tage Uncharted. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht hier in Kapitel 10. Ich habe 21 gibt es. Ja, ein bisschen was zu tun. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein, euer Pyrus. Tschüssi. Bis bald. Ciao.